Hallo, schön, dass du da bist. Heute widmen wir uns unserer Körpermitte. Wir werden deine Bauchmuskulatur auf unterschiedliche Arten aktivieren. Wichtig, der Fokus ist dabei nicht leistungsorientiert. Wir aktivieren die Muskeln, damit du sie spüren kannst, damit du Kontakt zu deinem Zentrum aufbauen kannst. Denn in ganz vielen Kulturen und spirituellen Systemen ist mit der Körpermitte eine ganz besondere Bedeutung verknüpft, nämlich die, dass wir über die Körpermitte Zugang haben zu einem tieferen, verkörperteren Wissen. Wenn dein Bauch allerdings für dich nicht so gut zu spüren ist oder dieser Bereich mit Scham besetzt ist, dann sei ganz, ganz vorsichtig beim Üben und damit gesagt, lass uns starten. Ich lade dich ein, im Sitzen zu starten. Du kannst so wie ich auf dem Boden sitzen oder auch auf einem Stuhl sitzen. Und von hier aus lade ich dich ein, in so eine kreisende Bewegung zu kommen. Du kannst deine Augen dabei schließen oder offen lassen. Die Kreise können ganz klein sein, kaum sichtbar oder größer. Vielleicht entwickelt sich aus einer kleinen Bewegung auch mit der Zeit eine große. Wichtig ist, dass du schaust, welche Bewegungsqualität du heute brauchst. Es geht nicht darum, dass das besonders gut aussieht. Nimm dir Zeit, um wahrzunehmen, wo dein Körper den Boden berührt. Und vielleicht kannst du die Körperteile noch ein wenig mehr an den Boden anschmiegen, die Schwerkraft wirken lassen. Lass dir Zeit. Und so kann diese Bewegung vielleicht von unten nach oben entstehen. Aus einem schweren Becken heraus. Eine kreisende Bewegung, die nach oben wandert. Und wenn du magst, dann kannst du hier den Fokus schon zu deinem Zentrum bringen. Dir vielleicht vorstellen, dass du mit deinem Bauchnabel um deine Wirbelsäule kreist. Die Einladung wäre hier, deine Schultern entspannt zu lassen, deine Arme locker, deine Finger weich. Dann lass die Bewegung kleiner werden und spür einen Moment lang nach, auch hier entweder mit geschlossenen Augen oder mit geöffneten Augen. Einfach einmal dir Zeit lassen, um wahrzunehmen, kannst du die Bewegung noch spüren, auch in der Ruhe der Haltung oder auch nicht. Nur beobachten, wahrnehmen. Es muss nichts besser sein, du musst nicht entspannter sein. Nur ein Impuls, um dir zu begegnen. Und dann lass uns die andere Seite noch mitnehmen. Wenn du wie ich im Schneidersitz sitzt, dann gerne einmal die Beine wechseln und dann fang an, in die andere Richtung zu kreisen. Vielleicht auch hier erst kleine Kreise, die dann größer werden. Und jetzt, wo du weißt, was wir tun, hast du vielleicht noch mal mehr Raum, um mit dieser Übung zu spielen. Zu schauen, wie kann sich diese Bewegung ausdehnen in dir? Wo kann sie sich hinentwickeln? Vielleicht magst du den Oberkörper mitnehmen, abwechselnd mal den
Brustkorb nach vorne schieben und dann wieder zurück. Den oberen Rücken mal rund werden lassen. Vielleicht gibt es auch einen Bereich, wo du merkst, hier möchte ich mal einen Moment bleiben, hin und her ruckeln. Wenn es für deine Hals- und Nackenmuskulatur okay ist, kannst du den Kopf mit in Bewegung bringen, auch hier freundliche Kreise ziehen. Und vielleicht den Fokus einmal mehr auf deine Wirbelsäule richten. Dich hier trotzdem immer mal wieder so gut es geht aufrichten, so in deinem Maße die Länge deiner Wirbelsäule erspüren. Und dann um dein anatomisches Zentrum kreisen. Lass die Bewegung auch hier wieder kleiner werden. Pendel dich in der Mitte ein. Und spür einen Moment lang nach. Du musst hier nichts Besonderes tun oder leisten. Es geht nur darum, dass du einen Moment lang innehältst und deinen Körper das Erlebte integrieren lässt. Du musst also nichts tun, die gute Nachricht. Und dann kommt von hier aus in die Rückenlage. Hier treffen wir uns. Wenn du in der Rückenlage angekommen bist, dann stell deine Füße auf, streck deine Arme aus und lauf mit deinen Füßen so weit Richtung Gesäß, dass deine Fingerspitzen, deine Fersen ganz knapp berühren. Wunderbar. Und dann von hier aus heb die Schulterblätter von der Matte, schau diagonal nach oben, damit du nicht zu sehr im Nacken gestaucht bist, und dann bring deine Handflächen nach oben Richtung Decke. Und fang an, hier von Seite zu Seite deine Fersen zu berühren. Mal die linke Hand, mal die rechte Hand. Oberkörper geht immer ein bisschen zur einen Seite und zur anderen, damit du mit deinen Fingerspitzen deine Fersen berühren kannst. Wann immer du eine Pause brauchst, mach gerne eine Pause. Erinnere dich daran, es geht nicht so sehr darum, hier in ein Bauchmuskeltraining zu gehen und den Muskel so weit es geht zu ermüden, sondern es geht mehr um so ein achtsames Spüren. Deswegen lade ich uns jetzt zu einer Pause ein und lade dich zu einem Nachspüren ein. Schau mal, vielleicht magst du dir deine Hände auf deinen Bauch legen. Vielleicht ein schöner Moment, um den Atem unter deinen Händen zu spüren. Wahrzunehmen, wie dein Bauch sich hebt und senkt mit der Ein- und Ausatmung. Und ich sage so häufig vielleicht, weil ich mag dich wirklich einladen, bei deiner Körperwahrnehmung zu bleiben und wirklich zu erforschen, was kannst du spüren? Und dann noch zwei Runden so, einmal mehr, streck deine Arme aus, heb die Schulterblätter und fang an, zurück in Bewegung zu kommen. Abwechselnd die Außenseiten deiner Fersen zu berühren und dabei schieb deinen unteren Rücken ganz vorsichtig Richtung Boden. Dann kannst du hier vielleicht die Aktivierung
deines unteren Bauches wahrnehmen. Hör nicht auf zu atmen. Und wann immer du merkst, dass es für dich reicht, komm zurück in Rückenlage. Noch drei Momente so. 2, 1 und dann leg dich einmal ab, komm zurück in die Rückenlage. Vielleicht magst du auch einen Moment deine Füße mattenbreit nehmen, deine Knie zusammenfallen lassen. Einen Moment lang nachspüren, schauen, kannst du die Aktivierung deiner Muskulatur noch spüren. Und einen Moment lang dabei zuschauen, wie das, was in der Anspannung war, jetzt mehr in die Entspannung kommen kann. Und du kannst hier bleiben, in der Ruhe der Position verweilen oder noch eine dritte Runde anschließen. Dann bring deine Fersen wieder mehr Richtung Gesäß, heb die Schulterblätter, heb den Blick sanft mit Richtung Decke und fang an, deinen Oberkörper von Seite zu Seite zu bewegen. Der Fokus liegt hier auf deinem unteren Bauch. Und dann leg dich langsam, langsam wieder ab. Wenn du magst, streck dich einmal lang. Und um deinen unteren Rücken noch mal mehr zu entspannen, kannst du die Knie auch mal zu dir ranziehen, ein kleines Paket aus dir machen und von Seite zu Seite rollen. Über dein Kreuzbein rollen. Wunderbar. Und von hier aus kannst du auf deine Art und Weise wieder in eine sitzende Position kommen. Du kannst dich auch aufrollen, ein paar Mal vor- und zurückrollen, bis du im Sitzen angekommen bist. Und dann von hier aus gehen wir einen Moment lang in die Bauchlage. Und wenn du in der Bauchlage angekommen bist, dann bring deine Ellenbogen unter deine Schultern, spreiz deine Finger weit auf und nimm dir einen Moment lang Zeit, um mit deinen Fingern die Matte zu erspüren. Greif mit deinen Fingern in den Boden. Vielleicht ist hier Zeit für einen tiefen Atemzug. Wenn du magst, lass den Kopf einmal schwer werden. Und schaukel mit deinem Kopf von Seite zu Seite. Und dann richte deinen Kopf wieder neutral aus, schieb wirklich in deine Unterarme, in deine Ellenbogen, sodass du, vielleicht siehst du das jetzt, wenn du einmal hinschaust, wirklich dich so nach oben rausschiebst. Dann schau von hier aus einmal zur linken Seite und spürst du wahrscheinlich die Dehnung der rechten Halsmuskulatur. Und schau einmal nach rechts. Komm zurück in die Mitte, stell deine Zehen unter und du kannst hier die Knie auf der Matte lassen oder mit abheben. Streck deine Knie einen Moment und komm in so einen Unterarmstütz. Gerne kannst du hier 2, 3 Momente bleiben oder jederzeit vorher zurück in die Bauchlage kommen. Wenn du noch nicht angekommen bist, dann spätestens jetzt komm zurück zum Boden, mach ein Kissen aus deinen Händen und leg dich einen Moment lang ab. Vielleicht ein schöner Moment, um
deine Beine zu entspannen, mal mit dem Becken von Seite zu schaukeln und auszuatmen. Dann komm wieder zurück, bring deine Unterarme wieder zum Boden, deine Ellenbogen unter die Schultern und wir machen das noch zweimal mehr. Stell deine Zehen unter, heb das Becken, wenn du magst, streck die Beine mit aus. Du kannst hier mal vor und zurück pendeln, ein bisschen Bewegung einladen. Und dann leg dich wieder ab. Kann auch ein schöner Moment sein, um deine Mimik zu entspannen, den Bereich um deine Augen, deine Schläfen, deine Lippen. Ein letztes Mal. Komm zurück in die Ausgangsposition. Nimm dir noch mal ein bisschen Zeit, um deinen Kopf hier sanft durchzubewegen. Schau einmal über deine linke Schulter und über die rechte. Es könnte auch ein schöner Moment sein, um einmal ganz bewusst deinen Bauch gegen den Boden zu atmen. Und dabei ist es ganz egal, ob dein Atem sehr tief ist oder eher flach. Es ist beides genauso gut. Und dann ein letztes Mal, stell die Zehen unter, heb das Becken oder streck deine Beine auch ganz aus. Und hier die Einladung, alles, was den Boden berührt, auch aktiv in den Boden zu schieben. Deine Finger weit aufspreizen, in den Boden schieben. Die Unterarme und Ellenbogen in den Boden schieben und die Füße. Und dann leg dich wieder ab und komm in eine Position zum Nachspüren. Du kannst dich hier auf den Bauch legen oder auch auf die Seite, auf den Rücken oder zum Sitzen kommen. Und dann nimm dir einfach noch einen Moment lang Zeit, um die Praxis für dich zu integrieren, ohne dass du irgendetwas machen, ohne dass du irgendetwas leisten musst. Und vielleicht konntest du deinem Zentrum ein klein wenig näher kommen. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie die Praxis für dich war. Und dann bis zum nächsten Mal.